Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um das Solo-Abenteuer Der rote Schlechte, herausgegeben von Ulysses Spiele für das Schwarze Auge 5. Viel Spaß! Ja, worum soll es gehen in diesem Abenteuer? Das Vorwort sagte schon. Nachdem man bei dem Vampir von Havena einen Streuner spielen durfte und bei Die Verschwörung der Magier einen jungen Magier, kennenlernen konnte, wird es jetzt im Roten Schlechter um einen jungen Kämpfer gehen, in dessen Haut man jetzt schlüpfen darf. Eingangs muss ich sagen, ich habe das Ganze schon gespielt und nicht nur gelesen. Ich finde, dass der Eingangstext dieses vom Sterben recht gut geschrieben ist und direkt dann Lust auf mehr macht. Da hat man viel Lust weiterzuspielen und dann geht es quasi auch schon los. Man wird mitten in den Kampf geworfen, darf ein paar Mal würfeln und darf auch wieder Entscheidungen treffen. Das sind in meinen Augen die Entscheidungen, die man treffen darf, sind nett, aber sie haben wenig Einfluss auf das eigentliche Spiel oder zu wenig, als mir eigentlich lieb wäre. Es macht jetzt an dieser Stelle überhaupt keinen Sinn, dass ich euch chronologisch durch dieses Buch führe, da wie es eben bei solchen Abenteuerspielbüchern oder Solo-Abenteuern der Fall ist, springt man eben von Szene zu Szene und dann eben durch das gesamte Buch. Das ist beim PDF ist das ein bisschen einfacher, als wenn man dann das Buch ausgedruckt vor sich liegen hat, aber auch das wird dann eben funktionieren. Ihr könnt es dann eben erkennen, wenn wir uns dann irgendwie auf die rechte Seite mal bewegen, die 42, da ist dann ein kleiner Text. Ich bin von irgendwoher gekommen, muss dann bei der 42 weiterlesen. Und nachdem ich diesen kurzen Abschnitt gelesen habe, darf ich direkt weiterspringen zu 168. Die muss ich dann eben weiter suchen, die ist dann auf den Seiten weiter dahinter. Natürlich gibt es dann eben auch noch andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel diese 45. Da geht es dann eben darum, wir überblättern einfach mal, was mit diesem Kutscher da passiert, lesen auf der nächsten Halbseite weiter. Dann wird gekämpft. Es kommt jetzt darauf an, ob ich gewinne oder nicht. Mein Tod führt dann eben zu Abschnitt 2. Dann muss ich bei 2 weiterlesen oder eben zu Abschnitt 173. Also abhängig davon, wie ein Kampf ausgeht, wird das Buch weitergeführt. Und das muss jetzt eben nicht nur der Tod sein, das kann eben auch ein verlorener Kampf sein. Ob an dieser Stelle der wirkliche Tod, wo es hier so steht, schon auch der richtige Tod ist, das lasse ich einfach mal offen. Aber ganz generell gibt es immer noch andere Szenarien, wo ich mir dann aussuchen kann, wie ich handle. Es gab dann einen Kampf gegen einen Wolf und ich kann mir dann aussuchen, ob ich diesen sehr hungrigen Wolf angreife oder ob ich ihn füttern möchte oder ob ich einfach nur rückwärts zurückgehen möchte und ihm einfach ausweichen möchte, weil ich dann eben jegliche Konfrontation vermeiden möchte. Das sind dann eben so, Möglichkeiten, wie man dann vor eine Wahl gestellt wird und je nachdem, wie man sich dann entscheidet, kann es zu anderen Möglichkeiten kommen. Das ganze Buch ist ja für einen Kämpfercharakter geschrieben, das habe ich ja schon erzählt. Dieser Kämpfer kann natürlich auch selbst konstruiert werden, aber auch gerade dieses Solo-Buch ist dann auch für Anfänger, Rollenspieler, sag ich einfach mal, die selber noch gar keinen Charakter gebaut haben. Daher könnte man dann eben auch den aus dem Anhang nehmen, wenn man denn wollte. Das macht wohl auch Sinn, weil diese Hintergrundgeschichte, die hier erzählt wird, ist sehr stark eben auch auf diesen Charakter zugeschnitten und nicht auf irgendeinen Charakter. Es gibt an einigen Stellen aber auch das Problem, dass ich gar keine Würfelwürfe machen darf. Das ist jetzt kein richtiger Spoiler, aber es kam dann eben zu einer Situation, wo ich in einem Kampf war. Ich konnte auf der Kampfmitte, auf so einem Kampfplatz in der Mitte kämpfen. Ich konnte mir dann einen Baumstamm suchen, den ich hochklettere, oder ich konnte ein paar Kisten nach oben laufen. Und ich bin dann diese Kisten nach oben geklettert und ich konnte nicht einmal würfeln, weder Körperbeherrschung noch Ausweichen noch Akrobatik oder Athletik, es war mir nicht gestattet. Mein Gegner hat dann diese Kisten umgetreten und der Kampf war zu Ende. Das finde ich dann natürlich ein bisschen schade, dass mir da dann nicht mal irgendwas gestattet wird und dieser Kampf dann eben so beendet wird. Alternativ, wenn man die falschen Entscheidungen trifft, das ist bei Solo-Büchern ja öfter mal der Fall, kann das entweder zum Tode kommen oder aber man wird noch unbefriedigender zurückgelassen
ohne einen Namen, bekommt dann irgendwie ein paar wenige Abenteuerpunkte und das Abenteuer ist vorbei, weil man an einer Stelle dann nicht so gehandelt hat, wie das Buch das gerne hätte. Da wird dann sehr mit der Hand gewedelt und das heißt, ja, du ziehst dann mehrere Wochen umher, niemand kann dir helfen und du weißt nicht, wie du heißt. Dein Leben hat quasi jetzt gerade begonnen. Herzlichen Glückwunsch, du heißt Alrik, weil das ist halt so ein Allerweltsname und ja, leb halt damit. Damit ist das Abenteuer an der Stelle vorbei, ohne dass man irgendwas über die Story erfahren hat. Und dass man da eben so abgespeist wird, das ist doch etwas fragwürdig, finde ich zumindest. Das heißt, so gut wie das Abenteuer begonnen hat mit diesem Vorlesetext und den Kämpfen gegen irgendwelche komischen Ritter, mit einer Begegnung mit dem Bohrer und Todesgott oder mit ein paar Hexen, so gut wie das angefangen hat, so merkwürdig und abgehaspelt wird das am Ende, habe ich zumindest das Gefühl. Die Zeichnungen an sich sind relativ gut gelungen. Das ist jetzt nichts Herausragendes. Das ist ja ganz typische DSA-Zeichnungen. Die gefallen mir. Die passen zu dem Stil. Ja, und die Story ist, wie gesagt, man wacht als unbekannter Rittersmann auf und sucht seinen Namen. Da kann man nicht allzu viel erwarten. Ich muss persönlich sagen, dass ich mir mehr davon erhofft habe. Ja, das wird dann eine Bewertung zeigen, die ich euch dann jetzt hier präsentiere. Wirklich viel mehr zu erzählen habe ich euch ansonsten zu diesem Abenteuer nicht. Ich habe das relativ schnell und knapp zusammengefasst, aber das fasst dann doch den Rest ganz gut zusammen. Dadurch, dass es sich hierbei um ein Solo-Abenteuer handelt, werde ich keine SL-Schwierigkeit angeben können, wie ich das normalerweise mache bei meinen Abenteuerbewertungen mache. Wir ersetzen das einfach durch die Bonuspunkte und da gebe ich dann nicht nur 4, sondern da gebe ich 8 Punkte, damit wir auf die 16 insgesamt kommen. Modularität. Ja, das ganze Ding spielt eigentlich in Tobrien irgendwo modular zwischen 39 und 41. Aber, und damit habe ich ein Problem, es ist halt egal. Es gibt halt irgendwelche Gegner, die gegen andere Gegner kämpfen. Man kann sich einer Partei anschließen. Man hat hier keine Wahl, wem man sich anschließt. Man muss sich einfach den Guten anschließen. Und naja, man kann das eben auch in anderen Systemen spielen, in anderen Settings. Es ist einfach wirklich, es ist wirklich egal. Man kann das im Horasreich spielen, in Garetien und ja, dadurch, dass es eben so egal ist und irgendwo spielen könnte, ist es zwar modular, aber man kann es auch weglassen. Spielspaß. Ja, da muss ich sagen, ich habe 2,5 Stunden gespielt und habe dabei zwei verschiedene Enden gefunden, die mir allerdings beide nicht wirklich behagt haben. Da kann man jetzt sagen, das ist eben dieses typische von einem Solo-Spielbuch, dass man da eben nur eine richtige Lösung findet, aber ich erwidere einfach, dass man eben gerade bei einem Rollenspiel jede Lösung hätte gelten lassen müssen. Also das ist ja auch das eigentlich Tolle, dass man hier Entscheidungsfreiheiten hat und dass nicht am Ende alles auf diesen einen Punkt zulaufen sollte. Klar, ich habe am Ende dann irgendwie meine Abenteuer bekommt, Punkte bekommen und ich habe dann auch irgendwie diesen Namen Alrik gehabt, aber hey, es fühlte sich nicht an, als ob ich gewonnen hätte. Und von daher war das ziemlich ernüchternd. Das Abenteuer hat sich gezogen wie Kaugummi und ich gebe hier 2 von 4 Punkten. Es hat nicht wirklich Spaß gemacht. Der Anfang war gut, der Anfang war wirklich sehr gut, aber es ist dann sehr schnell abgeflacht. Bonuspunkte. Ja, ich kann hier wenig zu sagen. Es gibt zwar nette Bilder, die gefallen mir auch und man kann es sowohl mit 4-1 als auch mit 5. Man könnte es auch mit Splittermond spielen, wenn man sich da irgendwie einen Charakter gebaut hätte oder einem anderen beliebigen System. Mit Dungeons and Dragons oder Pathfinder ist das vollkommen egal. Man kann es eben auch da die Modularität wieder überall hin verschieben. Die eine Fraktion gegen die andere Fraktion und man schließt sich eben da einen an. Gut. Von daher, ja, es ist halt irgendwo okay, aber es macht auch nicht wirklich viel richtig. Es gaukelt einem Entscheidungsfreiheiten vor, die einen dann erst zu der einen Szene führen und danach wieder zurück zu der anderen und dann landet man halt auch gleich bei der Sache, wo man auch hätte davor schon landen können. Das heißt, die Entscheidungsfreiheit, die mir hier vorgegaukelt wird, hatte eigentlich keine Rolle gespielt. Und das hinterlässt einen sehr faden Beigeschmack, muss ich sagen. Was ihr jetzt selbst von diesem Abenteuer haltet, wenn ihr es gespielt habt oder es euch noch anseht, anlest, selber spielt, würde mich dazu nochmal interessieren. Aber hier an dieser Stelle gebe ich nur
8 von 16 Punkten. Ich bin enttäuscht von dem Abenteuer. Ich hätte mir mehr erwartet. Und dann müsste ich mir eben nochmal andere Solo-Abenteuer zu ansehen. Entweder die Verschwörung der Magier oder ich nehme mir halt mal so ein Uralt-Ding aus der Kaiser-Retro-Box, wo dann Borberats Fluch oder sowas gespielt wird. Aber mit diesen Abenteuern muss es sich eben messen. Was ich noch eben als Bonuspunkt sagen kann, ist, dass es viele Einsteigerhilfen gibt, die dann als graues Kästchen markiert sind. Da wird dann eben auch nochmal für Neueinsteiger erklärt, was ist eine Eigenschaftsprobe, was ist eine Fertigkeitsprobe. Es gibt ein paar Grundbegriffe und wie kann man kämpfen, wie kann man Kampf-Sonderfertigkeiten benutzen. Das ist also für Einsteiger ist das ein okayes Buch. Wenn man dann eben wirklich keine Freunde hat, mit denen man eine Gruppe aufbauen kann, dann ist das das Mittel der Wahl. Es geht halt nicht anders, aber naja, gut. Das hätte man sicherlich auch besser verpacken können, denn ich glaube, hier gibt es wesentlich bessere Abenteuer in der Vergangenheit, die Ulysses da schon für produziert hat. Gut, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Angegeben ist noch einmal Preis pro Seite und damit entlasse ich euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, es hat euch gefallen.